Merci beaucoup. Merci beaucoup. Habt ihr gut gemacht. Wirklich, vielen, vielen Dank auf der Checkliste für uns beide. Ist jetzt wirklich nochmal ein Haken dran, weil ja. Unimog fahren, ich glaube, mehr geht gar nicht, als wir heute gemacht haben, oder? Und jetzt geht's für euch weiter mit dem hier. Das ist ein Wohnmobil. Ich könnte jetzt mit dir nach Frankreich fahren. Ich wollte gerade sagen, mein favorisiertes Ziel wäre jetzt Frankreich. Weil Französisch spreche ich auch ein bisschen. Und dann kann ich uns auch was bestellen im Restaurant oder im Supermarkt, kann ich einkaufen gehen. Bestell mal was. Bestell mal, ich hätte gerne... Wieso habe ich das gesagt? Ich hätte gerne Pommes mit Apfelsaft. Bonjour, je suis Mathias. Je voudrais acheter quelque chose pour mon copain Jean-Pierre. Ça veut dire, on doit avoir un jus de... Was heißt denn Apfel? Pommes. Nicht schlecht. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ich finde das so idyllisch, wenn man dann zu zweit irgendwo hinfährt und man kann einfach wo stehen bleiben, wo man jetzt stehen bleiben darf, und kann dort schlafen. Ja. Oder macht sich was zu essen oder was zu trinken. Und das ist doch dieses Abenteuer, was man sich immer wünscht. Kein Hotelzimmer. Ja, auch wenn du auf den Campingplatz gehst, ist Camping immer Abenteuer. Mhm. Weil du hast immer irgendwas vergessen. Die Pfeffermühle. Die Nudeln, keine Ahnung, die Ravioli-Dose. Nee. Irgendwas hast du immer vergessen und da musst du improvisieren. Und dieses Improvisieren im Kleinen, das macht Campen, finde ich, aus. Falls fahren ist angesagt, wir gucken, wie schnell der Marco Polo geht. 100. 50. 160. Das ist schon mehr, als ich dachte. 169, 171. Und jetzt hast du mal richtig Beinfreiheit, ne? Ah, die Herdplatte habe ich schon mal gefunden. Ja. Ist das Gas? Ja, ne? Ja. Ah, der Kühlschrank haben wir auch. Ernsthaft? Ja. Was ist da drin? Nix. Nichts? Aber der ist relativ groß. Dann ist ja gut. Und überall sind Fächer. Was oh, ich hab sogar ein kleines Badezimmer gefunden hier. Ach komm. Ja. Schminkspiegel. Ja, alles dabei. Es scheppert nichts und es klappert gar nichts. Was war das gerade für ein Geräusch? Hast du das gehört? Was ist bin das? Ich hinten an dem Herd. Das war gute Ohren, du. Jean-Pierre spielt die Triangel. Das geht aber. Das geht gut. Also ich sehe kein Auto mehr hinter uns. Nee, ohne Spaß, das Fahrwerk ist richtig gut, ne? Ja. Ich wollte die aufmachen! Ich habe den Griff gefunden. Aber guck mal bitte. Die haben alles schon aufgebaut. Direkt ein zweiter. Die wussten nämlich, dass du schnarchst, Matze. Guck mal sogar. Guck mal. Mit dem Gelsenkirchen-Gedenkhöcker. Ich muss mich erstmal von deiner Fahrt erholen. Erstmal das Bettchen aufbauen. Ja. Dann wird gekocht. Und dann setzen wir uns hier hin und essen. Ich glaube, ich muss mir vorher gucken, wie das Licht angeht. Abenteuer-Cooking. Also was machen wir jetzt? Erst kochen oder was? Nein, wir bauen jetzt erst das Bett auf, damit wir nach dem Kochen sofort in die Koje können. Boah, alles gut. Zündung? Ah! Und dann soll das nachher irgendwie so aussehen, ne? Ja, in ungefähr 20 Sekunden sieht das so aus. Pass auf. Du bleibst draußen. Ja. Und ich mache einen Test. Weil man will ja da auch Privatsphäre drin haben, ne? Okay. Oh Gott, ist das gemütlich. Oh mein Gott, ist das gemütlich. Siehst du mich denn? Na jetzt warte, ich muss hier erstmal den Reißverschluss aufmachen. So, ich sehe dich. Siehst du mich auch? Nee. Ich bin hier. Siehst du gar nichts? Drück mal dein Gesicht richtig dagegen. Doch, das sehe ich. Du musst hier mal reinkommen. Leg dich mal hier hoch. Sollen wir das mit dem Kochen vielleicht verschieben und direkt liegen bleiben? Es könnte jetzt komisch rüberkommen, wenn ich mir eine Jacke ausziehe und zu dem Herrn Malmeniz hochgehe. Es ist ja eh kein Geheimnis mehr. Mega gemütlich.
Ohne Quatsch, die Matratze ist zwar nicht besonders dick, aber unten drunter hast du hier diese Pinöckel noch. Mhm. Und das ist wirklich... Ja, zu zweit geht das gut. Ja. Boah, das ist geil. Das ist das, was ich meine. Ganz kurz, ohne Spaß. Diese Verbindung von Mobilität und trotzdem auf einmal so entspannt liegen und chillen, ne, ist ein Geschenk Gottes. Das ist das Krasse. Du fährst mit deinem Auto wohin, mhm, und du hast in deinem Auto alles dabei. Ein Bett. Du hast ein Bett im Auto. Aber ist egal, wir kochen jetzt erstmal. Okay. Ja? Mhm. Kannst du kochen? Ja. Wirklich. Gas da drin, dass ich mache erstmal den Herd an. Pass auf, du machst hier, ich gucke erstmal, ob ich das zum Laufen kriege. Alles und klar. Wasser nehmen wir für die Nudeln, nehmen wir Gas, da raus. Da ist eine Gasflasche. Ah ja. So, das hier brauchen wir, habe ich noch gefunden. Okay. 12 Volt. Nee, das ist unterm Herd. Was ist das denn hier? Der muss wahrscheinlich einfach in den Schrank. Ja. Also es läuft so, man schießt einfach in den Schrank rein und dann hat man Gas. Ah, da. Nee. Doch, auch ganz typisch Mann, Anleitung lesen ist für Anfänger. Das ist für die Dusche. Nee, da kommt das Gas. Ja. Na, warte mal. Der warte, Kollege kommt mal an die Seite. Ja. Okay, das ist schon mal gut. Jo, geht. Geht? Ja, Mann. Verrückt. Ich bin gleich wieder da. Ich gehe nur noch schnell Wasser holen, ja, Schatz? Ja, Schatz. Leg mal schöne Musik auf. Bin schon dabei. Ich fühle mich schon voll zu Hause. Ich muss sagen, viel mehr Platz würde ich nicht brauchen. Guck mal, wir können das oben runterklappen, kann ganz normal pennen. Ja. Jetzt habe ich genug Distanz zu dir. Nein, aber wenn man jetzt so kocht und so sitzt, ich mache jetzt mal richtig Ambiente. Ja? Ja, pass mal auf. Mach mal. Oh, hier oben riecht es richtig gut nach Essen. Guck mal. Auch gedimmt. Ein bisschen Sternenhimmel, so ein bisschen, ne? Ja. Nur für uns zwei Süßen. Matthias, du willst nicht glauben, wie romantisch das gleich ist. Machst du Kerzen an, Schatz? Ja. So. Wenn du noch was nachwürzen möchtest, aber ich glaube, es ist schon wirklich sehr, sehr gut gewürzt. Okay. Habe ich mich persönlich drum gekümmert. Super. So, Serviette. Haben wir auch. Könnte sein, dass der Ton jetzt ein bisschen mumpfig klingt, aber es sieht halt super aus. Ja. So. Das ist die Serviette, ne? Das ist die Serviette. Super. Nächstes Mal kannst du ruhig größere nehmen. Guten Appetit erstmal. Ja, guten Appetit. Was machen wir morgen? Also in meinen Träumen wachen wir morgen auf. Mhm. Gehen im Hotel duschen, kommen dann wieder hier hin und dann steht eine dicke Karre hier vorne. Aber in der Realität tun wir so, als ob wir hier geschlafen hätten, haben natürlich nicht geduscht, genau, und sind nur einmal durch den Bach gesprungen. Richtig. Richtig. So wird's kommen. Aber die dicke Karre steht auf jeden Fall da. Also guten Appetit, gute Nacht und nächstes Video bitte. Tschüss. Gute Nacht, Schnurzelhäschen. Gute Nacht, Digga.